Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abram Okkult. Es gibt viele Berichte über Menschen, die behaupten, von außerirdischen Wesen willenlos gemacht und in ihren Raumschiff verschleppt worden zu sein. Doch nur sehr wenige sind wirklich so gut dokumentiert, dass sie als seriös betrachtet werden können. Warum? Hier drei der berühmtesten Entführungsfälle, die bis zum heutigen Tag nicht aufgeklärt werden konnten. Aber bevor wir anfangen, ich habe den letzten Zuschauerwunsch vergessen einzublenden. Dafür entschuldige ich mich natürlich. Und der heutige Wunsch kommt von diesem Zuschauer. Ich habe es nochmal mit dem Aliens verfeinert. Das originale Video wurde von der Legende Mietenmetzger erstellt. Natürlich wird es von mir eingeblendet. Wir fangen an. Der Fall Travis Walton. Travis Walton war 22 Jahre alt und gehörte einer 7-Mann starken Gruppe von Holzfällern an, die im Apache Striegrass National Forest in Arizona tätig waren. Er wurde am 5. November 1975 vor den Augen seiner Arbeitskollegen in ein unbekanntes Flugobjekt gebracht, das von außerirdischen Wesen gesteuert wurde und von ihnen verschleppt. Erst 5 Tage nach seinem Verschwinden tauchte Travis Walton am Rande einer Straße 50 Kilometer vom Ort seines Verschwindens wieder auf. Damals gerieten seine Kollegen wegen seines spurlosen Verschwindens zunächst sogar unter Mordverdacht. Über seine Entführung schrieb Walton später ein Buch, in dem er den ganzen Vorfall detailliert schilderte und anschließend auch verfilmt wurde. Seine Geschichte gilt als eines der bekanntesten UFO-Entführungsfälle, die jemals dokumentiert wurden. Der Fall Betty und Barney Hill. Der Fall von Betty und Barney Hill gilt als eines der bedeutendsten Ereignisse in der UFO-Forschung. Alles begann in der Nacht des 19. September 1961, als sich das Ehepaar Hill von seinem Besuch der Niagara-Fälle und Montreal auf der Rückfahrt nach Hause ins Portsmouth, Bundesstaat New Hampshire, befand. Betty und Barney fuhren gegen 22 Uhr mit ihrem Auto die dunkle Landstraße entlang, als sie in der Nähe von Lancaster ein helles, fliegendes Objekt am Himmel bemerkten, das, wie sich später zeigte, auch vom militärischen Radar erfasst worden war. Das nächste, an das sich das Ehepaar wieder erinnern konnte, war, dass sie sich 100 Kilometer weiter südlich auf einer Landstraße von New Hampshire befanden, jedoch keine Ahnung hatten, wie sie dorthin gelangt waren. Nach diesem Vorfall klagte das Ehepaar über ungewöhnliche, häufige Albträume, starke Erschöpfung sowie Angstzustände. Als es nicht besser wurde und ihre Lebensqualität dadurch beeinträchtigt wurde, entschlossen sie sich, eine Therapeutin aufzusuchen. Doch auch der konnte dem Paar nicht helfen und vermittelte sie schließlich nach erfolgloser Behandlung Ende 1963 an einen Psychiater. Unter Hypnose erzählten sie diesem schließlich ihre Entführungsgeschichte. Barney und Betty wurden jeweils in 2 verschiedene Räume des Raumschiffes gebracht. Dort haben man Betty zuerst die Augen, Ohren, Nase und Rachen untersucht, wobei man ihr Haar, Haut und Nagelproben sowie Ohrenschmalz entnahm. Dann wurden sie auf einen Tisch gelegt, wo man ihr sagte, dass nur ihr Nervensystem getestet werde. Zuletzt wurde versucht, ein nadelähnliches Instrument in ihren Nabel einzuführen, was bei ihr jedoch zu derart starken Schmerzen führte, dass die Aliens deshalb die Prozedur abbrachen. Barneys Untersuchung war sehr ähnlich. Bei ihm war man jedoch offenbar viel mehr an seiner Knochenstruktur interessiert. Betty erzählte noch unter Hypnose, dass sie das Wesen, von dem sie untersucht wurde, dem Versuchsleiter nannten. Barney Hill verstarb 1969 an einem Gehirnblutung und Betty Hill im Jahre 2004. Bis zu ihrem Tod war die 85-Jährige bei ihrer Geschichte geblieben. Der Fall Frederick Valentich. Frederick Valentich verschwand am Samstag, den 21. Oktober 1978 in Australien. Der 22-Jährige war mit seiner Cessna 182 Liter auf einem Trainingsflug über der Bassstraße unterwegs, eine Meerenge, die Tasmanien vom australischen Festland trennt. Plötzlich bemerkte er knapp 300 Meter über sich ein anderes Flugzeug, das er auch sofort per Funk der Flugsicherung in Melbourne meldete. Doch dort kann man kein weiteres angemeldetes Flugverkehr bestätigen. Während des Funkverkehrs mit dem Tower schilderte Valentich noch, dass seine Maschine zu stottern beginnt und dass das Objekt über ihm kein Flugzeug sei. Dann hörte die Flugsicherung nur noch ein metallisches Geräusch. Und Valentich und seine Cessna blieben spurlos verschwunden. Erstaunlicherweise waren, exakt an dem Tag, an dem Valentich verschwand, in fraglichen Gebieten auch zahlreiche Sichtungen von unbekannten Flugobjekten gemeldet worden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's, euer Abram Okkult.